Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fischeaszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Auch im November habt ihr weiterhin wunderbare Liebessterne und viele Fischegeborene werden gleich von mehreren Verehrern oder Verehrerinnen umschwärmt. Es sieht aber so aus, als ob es nicht mehr ganz so chaotisch verläuft und ihr klarer seht, wie oder für wen ihr euch entscheiden sollt. Für fest liierte Fische kann es zu Reibereien in der Partnerschaft kommen, aber immer mit der Chance, sich im Bett beim heißen Sex wieder zu versöhnen. Jetzt wollen wir uns aber euren Sternen für den November zuwenden und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, mit den langfristig wirkenden Tendenzen. Und da gibt es eine wichtige Neuigkeit, denn am 9. November wird die wilde Göttin Lilith aus dem Quadrat hier zur Fischesonne herausgehen, denn sie wechselt aus dem Schützen in das Zeichen Steinbock und bildet dann einen freundschaftlichen Aspekt zur Fischesonne. Damit beginnt eine Zeit, wo ihr eure wilde Weiblichkeit oder als Männer auch wilde Frauen besser anerkennen und integrieren könnt. Alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Gehe deinen eigenen Weg. Darin bin ich ausführlich auf die Bedeutung von Lilith im Zeichen Steinbock eingegangen und habe die Konstellationen für alle 12 Sternzeichen gedeutet. Den neuen Lilith-Aspekt spüren als erstes die Geburtstagskinder vom 19. bis 22. Februar. Ja, die nächste wichtige langfristige Konstellation ist für euch der Jupiter, denn der steht jetzt in einem super schönen Aspekt für euch. Der steht hier im Skorpion, bildet damit einen Harmonieaspekt zur Fischesonne für euch im 9. Sonnenhaus. Das ist natürlich ganz fantastisch und da bleibt er euch auch noch ein Jahr erhalten. Und da geht es um die Themen Sinnfindung und Erkenntnis. Ihr erlebt ein Vertrauen in eure eigene Weisheit und auch eine Stärkung eures eigenen Glaubens. Viele von euch werden vielleicht auch ein Fernweh spüren und verreisen wollen. Und wenn ihr selber unterrichtet, dann erfahrt ihr jetzt eine große Anerkennung für das, was ihr tut. Und es ist natürlich auch eine gute Zeit, um sich selber fortzubilden. Es zeigt auch an, dass ihr vielleicht Erfolge habt durch gute Beziehungen ins Ausland oder vielleicht auch interessante Liebesbeziehungen mit jemandem aus einem fremden Kulturkreis beginnt. Für viele Fische ist es auch eine gute Zeit, um auf Visionssuche zu gehen. Und auf jeden Fall wird diese Konstellation eure bezaubernde Ausstrahlung weiter verstärken. Und sie ist auch ganz toll für musische Fische. Und im November empfangen die Geburtstagskinder vom 23. Februar bis 2. März diesen schönen Jupiter-Aspekt. Jupiter läuft im Moment relativ schnell und ist schon relativ weit in den Skorpion hineingelaufen. Ja, dann haben wir natürlich weiterhin das ganz langfristig die Konjunktion zu Neptun. Der steht hier für euch im ersten Haus in eurem eigenen Zeichen und verstärkt natürlich alles, was die Fische so faszinierend macht, ne? Eure fantasievolle Art, das Verspielte, das Kunstsinnige, das Flirtende, ne? Das ist einfach dieses Schillernde, was viele Fischegeborene ja haben. Und ihr müsst euch halt auch wirklich nicht wundern, wenn ihr alle verrückt macht um euch herum. Und das ist jetzt diesen Monat auch noch mal besonders verstärkt, weil wir eben diesen Monat lauter traumhaft schöne Romantikaspekte haben, die dann auch alle auf den Neptun gehen und diese sagenhafte Ausstrahlung, die ihr habt, noch mal verstärken. Am stärksten haben diesen Aspekt jetzt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 3. März Geburtstag haben, aber weil die Venus jetzt im November durch das ganze Zeichen Skorpion läuft, wird sie dann alle gerade auch hier in den Fischen aktivieren. Also da habt nicht nur ihr Geburtstagskinder was davon, sondern alle Fischegeborene dürfen sich auf einen sehr romantischen Monat freuen. Ja, dann haben wir noch das Sextil zu Pluto. Das ist ein freundschaftlicher Aspekt hier von Pluto, wobei das natürlich so eine Sache ist, wenn jemand wie Pluto, den müsst ihr euch vorstellen als eine dunkle Gestalt mit einem langen Umhang, vielleicht ein Spion oder jemand, der so ein bisschen unheimlich auch ist, wenn jetzt der mit einem befreundet ist,
ist das halt auch eine Herausforderung. Aber für viele Fische bedeutet dieser Aspekt eben, dass sie ein bisschen mehr in ihre Kraft kommen, dass sie gestärkt werden, dass sie auch Beziehungen haben, Freunde haben, auch Gönner oder Gleichgesinnte, die ihnen jetzt Kraft geben oder die sie auf eine gute Weise herausfordern, sodass sie eben auch selber sich mehr stärken. Das ist schon ein sehr interessanter Aspekt und hilft den Fischen eben auch stärker, auch ihre eigenen Ecken und Kanten mal hervorzukehren und nicht immer nur nachzugeben. Und dieses Pluto-Sextil empfangen im November die Geburtstagskinder vom 7. bis 9. März. Und auch diese Konstellation wird jetzt durch den Durchgang der Venus, durch alle gerade auch nochmal aktiviert. Ja, dann haben wir noch den einen schwierigen Aspekt, der halt immer noch für euch vorhanden ist. Das ist das Quadrat zu Saturn. Der steht jetzt in der dritten Dekade des Schützezeichens, also wirft ein Quadrat auf die dritte Dekade der Fische. Und da habe ich ja auch schon sehr viel drüber gesprochen, steht für euch im 10. Sonnenhaus, also im Haus der Karriere. Es kann bedeuten, dass ihr sehr gut vorankommt, dass ihr viel erreicht, aber dass es sehr, sehr anstrengend ist und dass ihr vielleicht einen schwierigen Chef habt, in den letzten Tagen des Monats auch vielleicht noch eine schwierige Chefin, solange die Lilith noch im Schützen steht, für die allerletzten Geburtstage der Fische, ne, dass sich da nochmal diese Schwierigkeiten vielleicht verbinden können, aber eben immer auch mit dem Potenzial, dass ihr dabei was erreicht. Also wenn ihr unter Saturn nicht aufgebt und wirklich euer Ding macht und am Ball bleibt und eure Ziele verfolgt und eben mit einer Politik der kleinen Schritte immer weitermacht, dann wird sich das am Ende auch auszahlen, selbst wenn es sehr anstrengend ist. Und das Quadrat empfangen im November die Geburtstagskinder vom 14. bis 19. März. Und damit kommen wir zu den aktuellen und äußerst erfreulichen Konstellationen für euch. Also, wir starten ja in den Monat mit Jupiter, Sonne und Merkur, alle im Skorpion und alle in einem super schönen Aspekt zu eurer Fischesonne. Die Sonne aktuell schon gleich zum Start in den Monat, ein Trigon auf den Neptun. Also eure spezielle, schillernde, bezaubernde Fischeenergie wird also in jeder Hinsicht, steht in jeder Hinsicht im Scheinwerferlicht. Ne? Und dann stehen Venus und Mars noch in der Waage. Die stehen jetzt im 8. Sonnenhaus der Fischegeborenen. Das ist gut für eure Beziehungen, für Fische in fester Beziehung. Besonders natürlich, dass die Venus da noch ist. Mit dem Mars in der Waage kann es also auch schon sehr leidenschaftlich zugehen, aber eben auch zu Reibereien kommen. Ne? Und das Beste ist, ihr bleibt jetzt mit eurem Herzallerliebsten oder eurer Herzallerliebsten auf Tuchfühlung und habt möglichst viel Sex. Also es ist jetzt keine gute Idee, mit dem Aspekt sich da aus dem Weg zu gehen, sondern man kann dann eben diese Energie, die vielleicht zum Konflikt führt, schöner ableiten, wenn man sie eben auf leidenschaftliche Weise auslebt. Ja, dann habe ich zwei Top-Tage für euch am 3. und 4. November. Und das ist praktisch die Nacht des Vollmondes. Der Vollmond ist dann am Samstagmorgen um 6:22 Uhr und die Nacht vorher könnt ihr wahrscheinlich sowieso nicht schlafen. Der Vollmond selber findet statt auf der Achse Skorpion und Stier. Und das ist ein sehr schöner Vollmond für euch, weil er eben in Harmonie hier zur Fischesonne steht. Und ja, das ist sehr angenehm, sehr lustvoll. Ne? Skorpion und Stier sind sehr lustvolle Konstellationen und es kann euch auch inspirieren, ne? Wenn ihr in einer Beziehung seid. Dann könnt ihr an dem Wochenende nach dem Vollmond lustvolle Zeiten zu zweit erleben. Wer Single ist, sollte rund um den Vollmond ausgehen und Leute treffen, denn mit eurer Ausstrahlung könnt ihr bestimmt interessante Flirtkandidaten bezaubern. Übrigens, auch wenn so ein neuer Flirt erstmal unpassend erscheint, die Sache hat doch Potenzial und kann sogar zu etwas Ernstem werden. Ihr müsst ja nichts überstürzen, aber gebt der Sache ruhig eine Chance. Und in diesem Monat ist auch dieses schwierige Halbquadrat zwischen Neptun und Uranus, habe ich ja schon oft drüber gesprochen, das ist jetzt gerade mal wieder auseinandergelaufen. Es besteht also auch eher die Chance, dass ihr Leute kennenlernt, die sich nicht verstellen, sondern die sich auch authentisch geben. Ja, am 5. haben wir dann die nächste Konstellation, da geht nämlich der Merkur aus dem Skorpion ins Zeichen Schütze, dann macht sich optimistisches Denken breit und für euch ist das gut, weil es auch ins 10. Haus der Karriere geht, also für eure beruflichen Pläne. Nur um die Mitte des Monats rum müsst ihr da ein bisschen aufpassen, da komme ich aber noch zu.
Ja, und dann eine sehr gute Nachricht für euch ist, dass dann eben am 7. November die Venus in den Skorpion eintritt und damit in einen Top-Aspekt zur Fischesonne. Und bis zum 15. November verwöhnt sie dann erstmal die erste Dekade der Fische. Ihr könnt in der Liebe neue Sachen ausprobieren, die euren Horizont erweitern oder Leute aus fremden Kulturkreisen treffen, die euch gefallen. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr unter diesem Transit eine Urlaubsliebe kennenlernen. Am 9. November ist es dann soweit, die wilde Göttin Lilith geht ins Zeichen Steinbock und in einen günstigen Aspekt zur Fischesonne in eurem 11. Sonnenhaus der Freundschaften. Wie gesagt, schaut euch bitte dazu mein Special an, gehe deinen eigenen Weg. Dann kommen zwei Top-Tage für euch, nämlich Sonntag, der 12. November und Montag, der 13. November. Da aktiviert der Mond in eurem Partnerhaus sämtliche Romantikkonstellationen. Wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, verspürt ihr ein inniges Bedürfnis, mit eurem Herzallerliebsten zusammen zu sein. Wenn ihr Single seid, geht feiern und ihr könnt jeden verzaubern, den ihr haben wollt. Und damit beginnt dann auch eine romantische, heiße Phase, die vom 13. bis zum 20. November geht, mit fantastischen Romantikaspekten, aber auch einigen kosmischen Verwirrungen und Anspannungen. Also der Hauptaspekt ist erstmal hier die Venus, die ist dann in Konjunktion mit Jupiter, also genaue Verbindung und das eben in Harmonie zum Fischezeichen. Das ist natürlich für euch einfach genial. Egal, ob ihr nun eine Romanze anfangt oder eine schöne Zeit mit eurem oder eurer Herzallerliebsten verbringt, das ist einfach auch ein super Wohlfühlaspekt. Man sieht und fühlt das Gute im Menschen und weckt in sich selbst oder in seinem Gegenüber die schönsten und angenehmsten Gefühle. Selbst wenn es keine Liebe oder Verliebtheit ist, dann ist es doch eine Inspiration, Freude am gemeinsamen Erleben von kulturellen Events oder Kunst. Und ganz allgemein die Freude an der Schönheit des Lebens. Und das spüren jetzt natürlich am meisten die Geburtstagskinder, die den Neptun direkt auf der Sonne haben. Und zwar, wenn dann eben hier die Venus diesen Aspekt zu Neptun bildet. Aber weil die Venus ja eben durch das ganze Zeichen Skorpion läuft, aktiviert sie eben alle Dekaden und macht euch empfänglich für die Romantik, die in der Luft liegt. Und am 15. geht sie dann in die zweite Dekade. Die Wermutstropfen in dieser Phase sind zwei Konstellationen. Da gibt es ein Quadrat von Merkur zu Neptun. Das heißt, mancher schöne Liebestraum lässt sich dann eben doch nicht verwirklichen. Und seid in der Zeit bitte auch vorsichtig mit beruflichen Entscheidungen. Und dann ist da noch eine Spannung zwischen den beiden Kampfplaneten Mars und Pluto. Das sieht man hier. Und das betrifft jetzt nicht so sehr die Fischesonne, im Gegenteil, ihr könnt vielleicht helfen, wenn euch nahestehende Menschen in einen Konflikt verwickelt werden. Aber von der Hausstellung her, hier mit dem Mars im achten Haus, kann es eure festen Beziehungen betreffen. Vielleicht, weil ihr mit jemand aus eurem Freundeskreis flirtet, ne? Der Pluto steht ja hier im 11. Haus der Freunde. Die Sterne empfehlen euch jedenfalls, fest zu eurem Partner zu stehen, denn es kann zu Gefühlen von Eifersucht kommen. Und in diese Zeit fällt dann auch der Neumond vom 18. November. Der ist um 12:42 Uhr mittags exakt. Und diese Neumondphase ist eine gute Zeit, um euch darüber klar zu werden, dass ihr, obwohl ihr so zuckersüß und lieb und verführerisch seid, in anderen einen ziemlichen Gefühlsaufruhr auslösen könnt. Wenn es deswegen bei euch oder euren Partnern zu Ängsten oder Befürchtungen kommt, dann ist dieser Neumond im Skorpion eine gute Gelegenheit, diese Gefühle liebevoll anzuschauen und sie dann loszulassen. Denn im Skorpion ist der Neumond eine gute Zeit, um sich von etwas zu verabschieden. Und als neuen Impuls könnt ihr dann darüber meditieren, was ihr euch von eurer Partnerschaft für die Zukunft wünscht und wie ihr euch dabei selbst einbringen könnt. Am 22. November, morgens um 4:05 Uhr, geht dann die Sonne ins Zeichen Schütze. Und das ist eine sehr positive Energie. Und wir sehen dann eventuelle Probleme in einem viel optimistischeren Licht. Und für euch ist das ja im 10. Sonnenhaus der Karriere. Das heißt, für die nächsten 4 Wochen bringt die Sonne da eine gute Energie rein. Und das ist gut für berufliche Pläne und Entscheidungen. So, am 23. November geht die Venus dann in die dritte Dekade. Und vom 23. bis zum 5. Dezember folgt dann nochmal eine super romantische Phase, weil da nämlich der Glücksplanet Jupiter
in diesen wunderschönen Romantikaspekt zu Neptun geht und der steht ja in eurem Zeichen. Also das ist eine Zeit, wo ihr im siebten Himmel schweben könnt, entweder mit jemandem, den ihr liebt oder wenn ihr euch mit euren musischen und künstlerischen Projekten beschäftigt. Vom 28. November bis 1. Dezember wird der Mars nochmal in einen hitzigen und spontanen Aspekt gehen, nämlich hier zum unberechenbaren Uranus. Die Konstellation bildet zwar keinen direkten Aspekt zur Fischesonne, kann sich aber unterschwellig schon auf euch auswirken, zum Beispiel durch Unsicherheiten in eurer finanziellen Situation. Der Uranus steht nämlich bei euch im Geldhaus, die euch dann vielleicht nervös machen. Oder wenn ihr Partner habt, vor allem aus den Zeichen Widder, Krebs, Waage oder Steinbock, die dann vielleicht gereizt und unruhig auf diese Energie reagieren. Konzentriert euch ganz auf das Schöne und das Romantische, was ihr jetzt in den anderen und euch selbst so gut wahrnehmen könnt. Denn die Romantiksterne stehen bis Ende des Monats weiterhin fantastisch. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen.